Willkommen! Wir möchten Ihnen heute Entertain, das neue Fernsehen der Telekom, präsentieren mit dem Media Receiver MR303, den Sie hier vorne sehen. Diesen schalte ich nun an mit der entsprechenden Fernbedienung. Das Gerät verfügt über 500 GB Speicherplatz, genug für all Ihre Aufnahmen. Es springt automatisch in die zuletzt genutzte Funktion hinein. In dem Fall das Live-Fernsehen auf einem entsprechenden Fernsehsender. Sie können hier, wie Sie es gewohnt sind, ganz normal umschalten. Ich mache den Ton auch einmal mal stumm, dass Sie mich besser verstehen. Und mit den P-Plus-Minus-Tasten können Sie wie gewohnt in den Sendern navigieren. Entertain verfügt natürlich auch über eine elektronische Programmzeitschrift, die Sie jederzeit über die Taste EPG direkt erreichen. Und dann wird Ihnen angezeigt, was zurzeit läuft in den hellgrau markierten Bereichen. Wenn Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Sendern navigieren, kriegen Sie immer eine kurze Beschreibung angezeigt und auch die entsprechenden Sendedaten. In dem Fall läuft die Sendung noch 11 Minuten. Sie können aber auch mit den Pfeiltasten rechts und links zu späteren Sendungen navigieren, wenn Sie sich über diese informieren möchten oder Sie auch zum Beispiel programmieren möchten. Das können Sie zum Beispiel mit der OK-Taste. Da können Sie dann entscheiden, wenn es eine Serie ist, ob Sie eine Einzel- oder Serienaufnahme programmieren möchten. Sie können aber auch direkt mit der Recording-Taste hineingehen. In dem Fall wähle ich jetzt mit weiterem OK die Einzelaufnahme. Dann werden nochmal alle Daten angezeigt. Ich kann entscheiden, ob am Ende der Aufnahme noch etwas verlängert wird, was gerade bei Privatsendern häufig sinnvoll ist, weil nicht immer die Endzeiten so passen. Ich sage hier aufnehmen. Das Ganze wird dadurch quittiert, dass die Sendung jetzt innerhalb der Programmzeitschrift einen roten Punkt hat und nach unten steht, dass diese Sendung für die Aufnahme programmiert ist. Ansonsten können Sie mit einer entsprechenden Taste hier unten auch in bereits bestehende Aufnahmen hineinwechseln. Zum Beispiel hier ein Beispielfilm. Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio. Wenn man Stopp sagt, fragt das Gerät, was man machen möchte. Falls man sich aus Versehen verklickt hat, kann man auch direkt fortfahren. Erneut abspielen würde den Film von vorn beginnen. Man kann ihn direkt hier löschen, in die Aufnahmeübersicht springen oder eben zurück ins Live-Fernsehen wechseln. Es gibt neben der Fernsehfunktion auch eine Radiofunktion. Die erreichen Sie beispielsweise auch über das Menü. Können hier rüber zu Musik navigieren, dann sagt er Ihnen schon Webradio, das können Sie mit OK bestätigen. Und Sie sehen an dem Kreis unten, es wird jetzt geladen. Und hier wird jetzt beispielsweise Hitradio FFH abgespielt. Das mal ein bisschen lauter machen. Und auch hier können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Sendern navigieren. Ich spiele hier auf Antenne Bayern wechseln. Sie sehen, Entertain ist ein vielseitiges Angebot zum Fernsehen und Radiohören in bester Qualität und Sie können Ihre Wunschsendungen programmieren und aufnehmen, später abspielen
wann Sie das möchten. Es besteht über den Entertain Programm Manager sogar die Möglichkeit, wenn Sie ein iPhone haben, dies aus der Ferne zu tun. Wenn Sie also vergessen haben, Ihre Lieblingssendung zu programmieren, können Sie einfach über eine entsprechende App in Ihrem iPhone die Sendung programmieren und diese programmiert wiederum Ihren Media Receiver über das Internet. Und wenn Sie nach Hause kommen, können Sie Ihre Wunschsendung dann abspielen.